Matthias Breitkreuz, ein Name, der zu manchem Wortspiel einlädt. Wir lassen es aus und kümmern uns um seine Füße. Breitkreuz schießt, passt, dribbelt mit Schuhgröße 34. Wiederhole 34. Sein Trainer Frank Pagelsdorf, Fan des Offensivfußballs. Hurra! Also Hansa Rostock im Blau-Weiß, hier noch in der eigenen Hälfte und mit dem, was Frank Pagelsdorf so gern hat. Breitkreuz zu Steffen Baumgart und schwuppdiwupp das 1:0. Steffen Baumgarts drittes Saisontor am vierten Spieltag. Baumgart technisch gut und ganz schön schnell. Dass er deshalb ein Mann für den Bundesbärte ist, leicht übertrieben. Vielleicht aber bald mal einer für König Otto zu Bayern. So, und jetzt noch mal ganz deutlich komplett, wie schnell es gehen kann. Toller Angriff, klasse Pass von Schuhgröße 34, sprich Matthias Breitkreuz. Und Düsseldorfs Torhüter Koch bewahrt sich hier vor einer roten Karte, weil er den Torschützen laufen und schießen lässt. Ungewohntes Gefühl für Düsseldorf dazu. Saisonpremiere, das erste Mal in Rückstand. Zunächst sah es auch nicht so aus, als sollte die Fortuna schnell ausgleichen. Rostock weiter spielwitziger. Und Steffen Baumgart gerade noch gebremst. Auch wenn es weh tut, der Tunnel gegen Karl Werner. Und Drasic rettet vor Baumgart. Nach 20 Spielminuten die Roten Fortuna Düsseldorf mit einer optischen Abwechslung, nämlich mit einem Angriff, einem Foulspiel und dem schnell ausgeführten Freistoß Frankie Mill. Es bleibt beim Rückstand. Folgt eine fast deckungsgleiche Szene. Rostock mit Ballverlust und Düsseldorf mit Bunzol. Und achten Sie jetzt einmal nach dieser Flanke auf Frankie Mill, der jetzt gerade in den Strafraum eindringt, gegen Christian Beek. Ein Fall, ein Schrei, aber kein Pfiff von Schiedsrichter Kaspar. Er sah den Einsatz von Christian Beek nicht als regelwidrig an. Ich ja, natürlich nach Betrachtung dieser Zeitlupe. Düsseldorfs Angriffen folgt ein Rostocker. Stefan Studer nach einer Grippe wieder dabei und Steffen Baumgart. Hansa Rostock ist genug gelobt, also Zeit, Georg Koch hervorzuheben. Denn der nach dieser feinen Aktion blitzsauber das 0:2 verhindert. Eine Minute vor der Pause der erste und einzige torgefährliche Auftritt von Darko Panchev. 0:1, immer noch. Sekunden vor der Pause, eine Auswechslung, Szalaskiewicz kommt, für den nach einem bösen Foul von Drasic verletzten Baumgart. Schade. Und jetzt schnörkellos in Halbzeit 2, das heißt Rostocks Angriffe jetzt auf das linke Tor. Stefan Studer. Szalaskiewicz und peinlich ins Leere. Fortuna Düsseldorf jetzt flotter unterwegs als in der ersten Hälfte. Frage an den Freund der Sportwette, soll dieses Spiel noch kippen? Na, schnell entscheiden, noch vor der Flanke. Nach Panchevs erstem Kopfball hier noch nicht. Aber die Fortuna will es gleich nochmal versuchen. Zlatko Glavac findet ihn wieder, den Kopf von Panchev. Aber immer noch kippt gar nichts. So, und was jetzt? Ein Düsseldorfer Angriff aus der besonderen Perspektive. Rostock immer öfter an den eigenen Strafraum gebunden. Der fleißige und gute Frankie Mill. Wieder wird Panchev gesucht und sein dritter Kopfball findet André Winkold. Das 1:1, der Ausgleich für Düsseldorf. Mit einem Schuss, bei dem man meint, das Tornetz vor Schmerz schreien zu hören. Bumm. Darko Panchevs dritter Kopf-Ballkontakt, die Vorlage zum Tor. Der Jubel 100% verdient. Kippt's jetzt etwa noch ganz?
Rostocker schwächer, Düsseldorfer, die Düsseldorfer immer stärker und mit dem, was Hansa eine Stunde so gut vorgemacht hatte, mit Offensivfußball. Wieder Glavas und Darko Pančev. Das 2:1, eine Riesengeschichte für Pančev und die Fortuna. 5 Minuten nach dem Ausgleich die Führung und schauen Sie mal, wie schön Vlatko Glavas sich hier gegen Studa und Merz durchsetzt und wie erfolgreich er die Übersicht behält. Jetzt nochmal ganz groß, der großartige Kopfball von Pančev, der hat ja lange viel geübt. Tja, so kann das gehen, rasch aus dem 0:1 ein 2:1 gemacht. Was ist also los mit Hansa Rostock, das nur noch ganz selten vor des Gegners Strafraum kommt? Dank Frank Mill und des Stürmers Handspiel, hier aber noch ein Freistoß. Vor 4 Tagen gegen Dortmund schoss Breitkreuz. Heute darf die Nummer 2, Timo Lange, sich über das 2:2 freuen. In weniger als 10 Minuten alle Gefühle durchlebt, geführt, zurückgelegen, ausgeglichen. Und wie? Die Mauer löchrig und der Torwart mit fehlerhaftem Verhalten. Der Ball war echt haltbar. Braver Applaus für Darko Pančev, der dann gehen durfte, der Torschütze. Und noch eine Szene für Düsseldorf. 8 Minuten vor dem Ende. Glavas und Thomas Seliger verpasst die Chance zum Führungstor. Das wär's gewesen. Aber so blieb's beim 2:1 letztendlich gerecht.